Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Vortrag bei den TUX-Tagen hier. Und ich möchte in den nächsten 30 Minuten über meine Erfahrungen und ich sag mal über eine Anleitung sprechen, die ich für euch jetzt hier heute mitbringe, wie man am besten .deb-Dateien bauen kann. Ich muss sagen, ja, ich habe mir da eine einfache Vorgehensweise entwickelt. Die kann man natürlich, das werden wir auch später sehen, nochmal immer ein bisschen ausbauen. Aber ich sag mal, für die allermeisten Fälle reicht das absolut aus und man kommt damit eigentlich ziemlich gut zurecht. Genau, was ist am Ende oder was ist am Anfang erstmal eine .deb-Datei? Das ist am Ende eine Installation. Datei für Debian-basierte Betriebssysteme. Das heißt, man doppelklickt einmal die Datei in der Regel, klickt auf Installieren und dann ist das Programm installiert. Und das ist eigentlich das Schöne da. Also kann man sich irgendwo runterladen oder später auch genauso eine DEB-Datei in ein Repository einfügen. Das ist dann ein Server, wovon man sich dann das herunterladen kann und beispielsweise dann auch später automatisch Updates erhält. Genau, das ist, ich sag mal, das ja, Linux-Paketformat neben RPM, das ist dann auf der Red Hat basierten Seite so. Das nutzen einmal OpenSUSE, Fedora, Red Hat und so weiter. Genau, ich würde sagen, lasst uns einfach mal loslegen mit diesen .deb-Dateien bauen. Erstmal ganz kurz ein, zwei Sachen über mich. Mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Ich studiere Informatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und das Ganze im Master. Man kennt mich unter anderem durch den YouTube-Kanal Linux Guide. Seit 2015 lade ich da tatsächlich fast wöchentlich neue Videos hoch und der hat jetzt schon über 40.000 Abonnenten, haben wir letztens geknackt. Von daher, genau, ja, stetig am Wachsen und tatsächlich zeige ich da eher solche technischen Sachen weniger. Aber wodurch ich mit dieser DEB-Datei in Kontakt gekommen bin, unter anderem ist einmal der Linux Assistant. Das ist ein kleiner administrativer Helfer, der halt in der, ich sag mal, in der täglichen Benutzung von Linux das Leben ein bisschen einfacher machen soll. Und den muss man natürlich auch irgendwie installieren. Und tatsächlich, ich glaube, das erste Format, wofür ich den herausgebracht habe, ist tatsächlich die DEB-Datei, weil es tatsächlich mit dieser Methode auch relativ einfach ist, verhältnismäßig gegenüber zu anderen Formaten. In einer halben Stunde sprechen wir dann auch tatsächlich darüber, wie wir Flatpaks portieren und veröffentlichen, das dann im nächsten Vortrag. Ja, geht natürlich immer noch weiter, aber meiner Ansicht nach braucht man auf jeden Fall auch noch in diesem Jahr 2023, was wir gerade haben, oder auch in den nachfolgenden Jahren auf jeden Fall DEB-Dateien, weil sie meiner Ansicht nach viel einfacher zu bauen sind und meiner Ansicht nach auch erstmal auf den ersten Schritt einfacher zu verbreiten sind, wenn man da jetzt nicht da eine große Veröffentlichung anstrebt oder nur kleine Projekte damit macht. Also das mache ich immer häufiger damit und das ist tatsächlich eigentlich immer ziemlich verlässlich. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt wirklich auch mal an. Ganz kurz, was werden wir machen? Ich denke, wir werden da einfach mal ganz grundlegend von vorne anfangen und Schritt für Schritt eine eigene DEB-Datei quasi bauen. Ich habe hier alle wichtigen Infos in dieser Präsentation. Und ich werde tatsächlich auch noch ein Handbuch bzw. ein Handout zu diesem Vortrag dann hochladen. Könnt ihr dann im TUX-Tage-Programm bei Gelegenheit herunterladen. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns das doch mal an. Was brauchen wir überhaupt? Tatsächlich gar nicht so viel. Erstmal einen Linux-Rechner. Ich denke, das sollten die allermeisten von euch schon mal haben. Und dann brauchen wir natürlich noch eine ausführbare Datei oder ein kompiliertes Programm oder einfach nur irgendwelche Dateien, die eben installiert werden sollen. Können auch irgendwelche Skripts und so weiter sein. Also jedenfalls brauchen wir da schon mal ein fertiges Programm, sage ich mal, was jetzt so einfach da liegt. Genau, und was man schon mal ausführen kann, sagen wir es mal so. Also wir haben das Kompilieren und das Bauen schon davor abgeschlossen. An diesem Zeitpunkt fangen wir in diesem Vortrag an und wir brauchen noch einmal die Package für den Bauprozess. Das hat eigentlich jede Debian-basierte Distribution drauf installiert. Also man muss tatsächlich auch in der Regel gar nichts nachinstallieren. Genau. Das sind die Voraussetzungen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Was ist denn eine DEB-Datei? Wie zeichnet sie sich denn aus und was müssen wir denn darüber wissen? Tatsächlich ist diese DEB-Datei, haben vielleicht auch schon mal manche von euch geöffnet mit einem falschen Programm, eigentlich nur eine Archivdatei, also sowas wie eine ZIP-Datei und da sind dann noch weitere Archive, ich sag mal, mit drin und das Ganze ist in der Regel auch nochmal komprimiert, dass es weniger Speicherplatz einnimmt und genau, so setzt sich das erstmal zusammen und in dieser ZIP-Datei sind dann zwei Sektionen. Einmal eine Control-Sektion, womit, ich sag mal, alle Informationen zu dieser DEB-Datei zum Bau
Aufbauprozess, zum Installationsprozess in gewisser Weise dann mit drin sind. Oder beispielsweise auch, wenn man das Paket später entfernt, wenn da noch irgendwas Spezielles gemacht werden soll. Das ist alles in dieser Kontrollsektion drin. Die enthält halt eben alles über die Kontrolle. Und dann haben wir die Dateisystemsektion. Das müsste dann Data heißen, glaube ich, in diesem Archiv. Das ist aber gar nicht so wichtig. Ich meine, dass es Data ist. Dort findet man dann tatsächlich die einzelnen Dateien, die man dann tatsächlich auf dem Linux installiert und tatsächlich dann schon genauso in der Dateistruktur, wie es später auf dem System installiert wird, in der Linux-Dateistruktur. Ja, da werden wir vielleicht nochmal gleich in wenigen Folien nochmal etwas genauer drauf einkommen, wo und wie denn das denn so aufgebaut ist. Genau, also wichtig, die sollen da schon in gewisser Weise sortiert sein. Das will man dann später nicht mehr auseinanderklamüsern. Macht tatsächlich auch Sinn. Genau. So sieht das ungefähr aus. Ja, es ist tatsächlich die Data-Sektion. Da haben wir jetzt mal ein Beispiel. Also wir haben hier einmal unsere Kontrollsektion von diesem Archiv. Da haben wir einmal eine Control-Datei. Da steht alles Wichtige drin. Die schauen wir uns in wenigen Folien auch nochmal ein bisschen genauer an. Dann die Install-Datei enthält dann die Ordner, die installiert werden müssen. Und hier haben wir einmal unser Data-Ordner. Und hier haben wir dann die ganzen Dateien in der Linux-Dateistruktur. In der Regel wird ein Programm hauptsächlich unter dem USR-Verzeichnis installiert. Unix System Resources müsste das heißen, wenn ich mich nichts täuscht. Dann haben wir einmal im Bin-Verzeichnis die ausführbare Datei, im Lib-Verzeichnis den Rest vom Programm, den das Programm braucht zum Ausführen, sage ich mal, und unter Share dann einmal Dateien, die auch andere Prozesse verwenden sollen oder was für diese wichtig ist, beispielsweise eine .desktop-Datei, das ist dann für den Starteintrag im Hauptmenü von Linux drin oder dann das Icon dazu finden wir dann unter Share Icons oder jetzt bei Linux ist es nochmal ganz speziell, wenn man sein Passwort eingibt, dann kann oder soll auch in der Regel eine eigene Nachricht angezeigt werden und da gibt es dann auch nochmal eine eigene Policy, die damit installiert wird. Also hier der Share-Ordner. Meistens braucht man nur Applications und Icons. Das da unten werdet ihr wahrscheinlich ganz, ganz selten brauchen. Ich habe es jetzt aber einfach mal hier als Beispiel mit dem Linux Assistant mit reingenommen. Und genau, wenn ihr geteilte Bibliotheken, sage ich mal, habt, die ihr dann mit anderen Programmen auch eventuell teilen wollt, dann macht das hier unter Share Sinn. Ansonsten ist es in der Regel unter Lib und dann den Namen eures Programms. Also ich persönlich nehme dann meistens den Namen der DEB-Datei. Ich habe aber auch eher kleinere Projekte. Man kann nämlich auch Programme in mehrere DEB-Dateien aufteilen, in mehrere Abschnitte sozusagen, quasi ein Plugin in eine DEB-Datei packen, das würde auch gehen, machen tatsächlich auch viele Programme so. Ja, ich würde es für den Anfang erstmal einfach halten. Genau, das sieht ungefähr so aus. Wenn das installiert wird, wird tatsächlich einfach dieser Data-Abschnitt auf das Linux-Dateisystemverzeichnis unter anderem einfach schnurstracks kopiert und dann ist es schon so gut wie installiert. Ne? Dann können natürlich noch Skripts nach der Installation ausgeführt werden und so weiter. Das zeige ich euch dann, glaube ich, nochmal später kurz. Genau. Das wäre es soweit dazu und ich würde sagen, wir machen mal weiter. Wir wissen jetzt ungefähr, aus was so eine DEB-Datei besteht. Am Ende, wie gesagt, ein Archiv mit zwei Sektionen. So, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir jetzt so ein Ding zusammenbauen. Ja, am Anfang müssen wir erstmal checken, was für Abhängigkeiten hat mein Programm. Also was muss installiert sein, dass mein Programm zusätzlich funktioniert. Das können weitere DEB-Pakete sein, die kann man dann tatsächlich eintragen. Notiert euch das einfach, okay, was braucht denn mein Programm so ungefähr? Ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen durch Trial and Error rausgefunden. Am besten nimmt ihr euch ein frisches Linux, versucht dann euer Programm darauf zu installieren und seht dann, okay, was muss ich noch nachinstallieren? ja, ist vielleicht nicht super toll. In der Regel geht man wirklich jede einzelnen Bibliotheksaufruf sozusagen durch und schreibt sich das auf und schaut, wo das zu finden ist. Aber ich sag mal, praktischerweise, nimmt da halt eben, schreibt halt eben diese Abhängigkeiten rein, die man halt eben zusätzlich installieren muss oder welche halt nicht immer standardmäßig installiert sind. Mache ich mir ein bisschen einfach, bin ich ehrlich. Ja, kann man sich erstmal aufschreiben, wo wir das hinschreiben, das werden wir gleich klären. Dann einmal die Frage, ob ich einen Startmenü-Eintrag brauche, also diese .desktop-Datei. Da habe ich jetzt mal einen Artikel direkt verlinkt von Ubuntu-Users. Die haben das meiner Ansicht nach sehr, sehr gut auch auf Deutsch beschrieben. Also schaut euch sehr, sehr gerne an, das Ganze an. Und ist ein Icon vorne, ist die Frage. Wenn ja, dann soll das natürlich auch berücksichtigt werden. Haben wir hier, wie gesagt, einmal die Desktop-Datei und die Icons. Das ist wichtig, wenn halt das Paket, ich sag mal, am Ende oder das Programm am Ende vom Startmenü aus gestartet werden soll. Muss nicht unbedingt, kann. Dann die Frage, welche Dateien sollen ausführbar sein? Das müssen wir uns dann nochmal später merken, weil das müssen wir dann dem DEB
Paket auch sagen, hey, diese Dateien sollen ausführbar sein am Ende nach der Installation. In der Regel sind das nur hier die Programme in Bin und vielleicht noch manche Sachen in Lib. Vielleicht. Ob das so zu 100% konform ist, dass in dem Lib-Verzeichnis auch ausführbare Dateien sind, ja, ich glaube sogar mal nicht oder ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube, ist sogar bei Linux ist es denn jetzt so, es kräht am Ende aber keine große Hahn danach. Ne? Also genau, da vielleicht am Ende auch noch ein bisschen was dazu. Genau, ansonsten brauche ich einen speziellen Starter, also inwiefern starte ich die Datei am Ende, also beispielsweise brauche ich das Arbeitsverzeichnis, wo die anderen Dateien liegen, muss ich das Arbeitsverzeichnis dafür wechseln. Das muss ich tatsächlich bei manchen Programmen, die ich jetzt schon paketiert habe, von daher habe ich tatsächlich in dieser Bin-Datei nur ein Bash-Script gelagert, wo dann CD drin steht und das dann halt in diesen Ordnerpfad reingeht, also User, lib, Linux ist es in dem Fall und dann führt ja da diese Datei drin aus, so nach dem Motto, sage ich mal. Na, also kommt darauf immer an, auf das Programm, was man auslegt, eventuell kann man tatsächlich einfach nur die ausführbare Datei in das Bin schmeißen und dann läuft das. Der Vorteil nämlich ist, wenn etwas unter User Bin liegt, dann kann man das tatsächlich auch unter dem Terminal einfach aufrufen. Das heißt, man gibt einfach den Namen der Datei ein und der Terminal durchsucht in der Regel einmal unter anderem unter User Bin alle Dateien und wenn die, ich sag mal, Datei oder der Dateiname, den man gerade im Terminal eingegeben hat, genau einer Datei unter User Bin entspricht, dann ruft er halt eben dieses Programm aus oder versucht diese Datei auszuführen. Das ist, ich sag mal, die Magie hinter dem Terminal und den Befehlen, den allermeisten Befehlen. Genau. Dann, genau, müssen wir mal schauen, okay, gut, aus was besteht das DEB-Paket? Haben wir ja schon so ein bisschen gemacht. Wie bauen wir das eben? Wir legen am Anfang unsere Dateistruktur an und ich erstelle immer am Anfang einen DEB-Ordner. Und in diesem DEB-Ordner lege ich einen Debian-Ordner an. Meistens oder häufiger ist der groß geschrieben. Da gibt es verschiedene Konventionen. Man könnte ihn auch klein geschrieben belassen. Ich habe ihn jetzt groß geschrieben da. Und da drin ist dann unsere Kontrolldatei und dann danach sind dann direkt auf der gleichen Ebene unsere Ordnerstruktur, wie wir sie dann später auf dem Linux installieren. Ist also ein bisschen anders, wie es dann später gepackt ist. Am Ende ein DEB-Ordner. Ihr könnt den Ordner nennen, wie ihr möchtet, aber wenn ihr halt eben noch ganz viele andere Dateien und Ordner in eurem Repository habt von eurem Programm, dann macht es vielleicht Sinn, dass man das irgendwie so markiert. Also ich glaube, ich habe mich hier an manchen Linux-Mint-Projekten orientiert. Genau. Aber da gibt es keine richtig oder falsch. Wichtig, dass dann ein Debian-Ordner drin ist, das ist wichtig. Und dann hier halt eben die ganzen Ordner, die im Dateisystem dann später installiert werden sollen. Genau. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Kontrolldatei an. Also das ist dann die Datei, die dann später in dem DEB-Datei, die eigentlich alle wichtigen Informationen hat. Da habe ich einfach mal die aktuelle Kontrolldatei, meine ich, vielleicht habe ich ein bisschen was geändert, von dem Linux Assistant genommen und da habe ich am Anfang einmal den Paketnamen eingegeben. Das ist tatsächlich verpflichtend und dann kann man jetzt hier den Paketnamen eingeben. Ist eigentlich relativ einfach. Schaut, dass das alles klein geschrieben ist und dass ihr keine Sonderzeichen oder sowas verwendet, bis auf das Minus. Da gibt es sicher auch eine Konvention, kann man sich auch nochmal hier nachlesen. Hier unter Dokumentation habe ich das auch nochmal reingeschrieben. Wir haben noch viel, viel, viel mehr Felder in dieser Kontrolldatei. Ich belasse es eigentlich in der Regel hier auf diesen paar Kontrolldateien oder auf diesen paar Abschnitten, sage ich mal. Genau, schaut euch das gerne nochmal an für Konventionen und so weiter. In der Regel, ja, also versucht da nichts, ich sag mal, neu zu erfinden von den Namen her oder von der Benennungsregel her. Die Version ist nochmal ganz wichtig. Das wird dann auch später die Version sein, die dann der Paketmanager erkennt. In der Regel empfehle ich euch eine Version mit diesen drei Nummern. Am Anfang haben wir unsere Major-Version, dann unsere Minor-Version und dann noch irgendwas. Ich glaube, die Patch-Version oder sowas. Je nachdem. Ja, man kann auch über die Benennung der Versionen oder die Versionierung tatsächlich einen ganz eigenen Vortrag machen. Ich empfehle bei ganz, ganz großen Änderungen, die eventuell, ich sag mal, ja, große, richtig, richtig große Änderungen durchbringen, die eventuell auch durch ein Update eventuell das Programm nicht nutzbar machen oder dass man da noch was umstellen muss. Also ganz, ganz große Updates sind dann die größte Nummer und dann die kleineren Updates, wo dann halt mal eine neue Funktion zukommt, ist dann einmal die zweite Nummer und die letzte Nummer ist eigentlich nur für Patches, wenn irgendwas noch nicht funktioniert oder wenn man minimal etwas ändert, dann ist die letzte Version dafür gut und je nachdem springt man dann hoch und ich würde von der 0 auf
auf die 1 gehen, wenn ich sagen würde, okay, jetzt ist der Linux, ist es dann beispielsweise in dem Fall dann so, dass ich das als ja, richtige erste Version dann, ich sag mal, veröffentliche. Manche hängen auch noch Jahre nach, danach in der Nuller-Version oder in der Nuller-Versionierung, je nachdem. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt wieder verschiedenste Konventionen. Ich belasse es eigentlich immer bei diesem dreistelligen. Das ist jetzt ziemlich weit verbreitet. Und da gibt es auch sicher einen Fachbegriff für. Ja, den habe ich jetzt gerade aber nicht. Ich kann ihn aber nachreichen. Genau, dann haben wir einmal die Option Depends. Das heißt, inwiefern muss diese Datei, ich sag mal, oder was für Abhängigkeiten hat mein Debian-Paket? Und hier trage ich einfach alle Paketnamen, wie ich sie mit apt install installieren würde, mit einem Komma getrennt, ganz wichtig. Fragt mich nicht wieso, man braucht hier ein Komma. Genau, die trage ich dann hier alle ein. Und das sind jetzt hier in dem Fall diese hier. Und ganz am Ende habe ich jetzt hier nochmal eine Besonderheit. Und zwar nochmal zwei Pakete mit so einem Pipe getrennt, mit so einem senkrechten Strich. Das sagt aus, dass mindestens eines dieser Pakete installiert sein soll. Hat einfach den Grund, bei der Ubuntu-Version 20.04 heißt es Policy Kit minus 1. Oder ich glaube auch bei Debian 11 oder Debian 10. Nee, bei Debian 11 heißt es, glaube ich, Policy Kit minus 1 oder Debian 10 oder sowas. Und jetzt heißt das Paket pkexec. Das heißt, so kann man tatsächlich auch Benennungs- oder Umbenennungen von Paketen, sage ich mal, besser darauf reagieren und sagen, hey, eines dieser Pakete kann man haben. Oder wenn es auf der einen Distribution so heißt, auf der anderen so, dann kann man das ja auch in gewisser Weise abbilden. Da gibt es noch viel, viel spannendere Kontrollstrukturen. Wie gesagt, da kann man auch noch mal in der Dokumentation nachschauen. Das ist alles, was ich bis jetzt gebraucht habe. Dann können wir hier einmal unseren Maintainer-Namen eingeben. Ich habe jetzt hier mal meinen GitHub-Namen eingetragen. Je nachdem, ne? Kann man vielleicht sogar auch eine E-Mail-Adresse einfügen. Vielleicht gibt es da aber auch sicher auch eine eigene Kontrollstruktur für die E-Mail-Adresse eventuell. Dann die Architektur, also unter was für Architekturen läuft das Programm. In der Regel ist es AMD 64, also ein ganz normales 64-Bit-System in der AMD-Architektur. Wenn man jetzt hier nur Skripts hat, beispielsweise Python-Skripts hatte ich auch schon ein paar Mal, was ich dann nur in so ein DEB-Paket gepackt habe. Das heißt, wir hängen quasi, uns ist es scheißegal in Anführungszeichen, was für eine Architektur am Ende ist, dann kann man auch all stattdessen eintragen oder dann halt eben alle weiteren Architekturen mit dem Komma getrennt. Dann können wir die Homepage von dem Projekt angeben oder von dem von dem Paket, versteht sich von selber. Und dann können wir einmal die Sektion anteilen. Das ist ich sag mal, für die Kategorisierung später gar nicht so unwichtig. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, APT hat da nochmal eine eigene Kategorisierung. Synaptic zeigt das beispielsweise dann ein. Was es da für verschiedene Sektionen gibt, habe ich euch hier auch mal den entsprechenden Link hier mit reingepackt. Das ist tatsächlich manchmal immer ein bisschen versteckt in dieser Debian, Dokumentation. Und dann am Ende nochmal eine Beschreibung. Ich denke, das versteht sich von selber. Versucht es relativ kurz zu halten. Das wäre es dazu. Und dann würde ich sagen, haben wir unsere Kontrolldatei und die speichern wir eben in DEB, Debian und Control ab. Also das ist dann am Ende unser Dateiname. Dann geht's weiter. Dann können wir tatsächlich eine Datei anlegen, die heißt Install und die hat einfach alle Hauptordner oder alle Root-Ordner oder alle Ordner auf der obersten Ebene, sage ich mal, mit drinnen von den Namen der Ordner, die halt, in das Dateisystem installiert werden sollen. In dem Fall, wenn wir hier auf diese Struktur schauen, haben wir nur einmal dieses USR und von daher trage ich hier auch nur USR ein. Wenn ich jetzt noch einen ETC-Ordner noch zusätzlich mit drin habe, würde ich in der zweiten Zeile ETC eintragen. So einfach ist es, ist tatsächlich schnell erledigt. Dann können wir das DEB-Paket tatsächlich auch schon nach und nach bauen. Wir müssen aber nochmal verschiedene Vorbereitungen treffen. Wir haben jetzt zwar unsere Kontrollstruktur angelegt, in Anführungszeichen, mehr habe ich in der Regel in der Kontrollstruktur nicht drin. Post-Install gibt es auch nochmal und so weiter. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Sache. Also man kann auch mal eine Datei, die heißt Post-Install eingeben und dann kann man da ein Skript reinschreiben, was halt eben nach dem Kopieren der Datei, nach der Installation sozusagen, nochmal ausgeführt werden soll. Wenn irgendwas konfiguriert werden soll, ist das dann in der Post-Install-Datei. Ansonsten geht es zu den Dateien selber. Jetzt haben wir unsere Kontrollstruktur. Jetzt müssen wir die Datei noch irgendwie reinbringen. Und da habe ich euch einfach mal aufgelistet, was man dann halt machen würde. Man kopiert alle Dateien in dieses DEB-Verzeichnis, die man halt eben,
für die Installation braucht oder die das Programm braucht. Das heißt einmal die .desktop-Datei in den DEB-Ordner User Share Applications. Ich habe hier immer DEB, weil ich sag mal DEB mein Ordner für dieses DEB-Paket später ist. Ihr könnt das wie gesagt benennen, wie ihr wollt. Ich habe es hier mal bei DEB gelassen. Dieses Icon packt ihr dann einmal in DEB User Share Icons und dann High Color ist eigentlich ein Icon-Thema, was eigentlich tatsächlich immer zur Verfügung steht. Und ich meine, da gibt es sicher auch irgendwo eine Konvention, die da heißt, okay, gut, pack bitte dein Icon in das High Color Icon-Thema. Genau. Dann haben wir einmal ausführbare Dateien für den Programmstart, also beispielsweise, dass man das auch im Terminal öffnen kann. Das muss dann in DEB User Bin und den Rest dazu, beziehungsweise erstmal die Konfigurationsdateien, da kommen wir noch ein Momentchen dazu. Den Rest, den wir schon hier am Linux Assistant haben, den packen wir dann in DEB User Lib und dann einmal den Programmnamen eingeben und dann das als Ordner und da dann alle Dateien reinpacken. Ansonsten, wenn ihr Konfigurationsdateien habt, die das Programm global konfigurieren, das heißt, die nicht vom Nutzer abhängig sind, dann macht man das in der Regel unter dem etc-Verzeichnis. Da findet ihr auch ganz, ganz viele andere Konfigurationen. Habt ihr sicher vielleicht auch schon mal ein bisschen was vielleicht gemacht, je nachdem, wie weit ihr da in Linux involviert seid bis jetzt. Und dann kann man hier auch einen eigenen Ordner erstellen und da eigene Konfigurationsdateien ablegen. Ist vielleicht auch nochmal ganz hilfreich. Für ein reines Endanwenderprogramm hat man hier wahrscheinlich sehr wenig was zu suchen, aber vor allen Dingen im Serverbereich kann das hier auch sehr hilfreich sein. Genau, ich habe jetzt hier, weil das hier, ich sag mal, ist schön, wenn wir später unser Skript schreiben, aber so anschaulich ist es nicht. Ich habe hier euch mal das Fertige einfach mal abfotografiert. Wir haben hier einmal unsere Debian-Datei und dann einmal unsere User-Datei in diesem DEB-Verzeichnis. Ich habe leider das DEB-Verzeichnis gar nicht am Anfang fotografiert, also das ist dann quasi hier oben drüber, das beinhaltet all diese Dateien und dieses User-Verzeichnis beinhaltet dann halt einmal die ausführbare Datei, meine Lib-Sachen, das heißt, da kommt der ganze Rest hin, den ich brauche zum Ausführen. Wie gesagt, ich habe hier tatsächlich nur ein Skript, was dann später diese Linux Assistant-Datei hier ausführt. Und dann einmal unter Applications, die .desktop-Datei wird hier jetzt nur anders angezeigt von meinem Dateimanager und dann da unten einmal zwei Icons. Ja, man kann da auch tatsächlich viel, viel mehr Auflösungen reinpacken, also 128x128, 96x96, Apps und so weiter, kann man da immer reinschmeißen. könnt ihr machen, ich war dafür zu voll bis jetzt. Sollt ihr vielleicht mal nachholen, langfristig. Und dann nochmal das Polkit-Zeugs, das ist jetzt aber hier für das Beispiel nicht immer unbedingt wichtig. Also das ist nur für Linux Assistant wichtig. So, dann geht es zum Bau des DEB-Pakets. Wir müssen ein bisschen Gas geben, sehe ich auf der Zeit. Das geht dann relativ einfach. Wir müssen alle Dateien ausführbar machen, die ausführbar sein müssen, wenn sie das noch nicht sind. In dem Fall möchte ich einmal dieses Bash-Skript, was in User-Bin-Linux-Assistant liegt, das möchte ich halt eben ausführbar machen. Also diese Datei hier einmal. Das ist einmal dieser Kollege hier, den ich hier gerade mit der Maus markiere sozusagen. Und dann muss ich einmal die Dateirechte in der Kontrollstruktur richtig stellen. Da geht auch nichts anderes als 755, also mit chmod 755. Und hier waren wir unter Debian. Dann diesen Ordner, der wird dann tatsächlich genauso dann gesetzt. Genau, dann können wir die DEB-Datei bauen. Das machen wir dann tatsächlich mit einem relativ einfachen Befehl. Die package-deb-build. Und dann geben wir hier einmal die Komprimierung an mit ZXC, XZ meine ich. Und dann einmal dann am Ende geben wir den Namen ein, also wo der, oder den Pfad, sage ich mal, wo man das Ganze findet. Das ist halt alles in diesem DEB-Ordner, der hier quasi oben drüber schwebt. Da gebe ich einfach den Pfad dazu ein. Genau. Und dann funktioniert das Ganze und am Ende haben wir tatsächlich ein DEB-Paket, was wir dann unter deb.deb finden und das benenne ich dann um in linux-assistant.deb und dann sind wir da fertig. Tatsächlich, wer es ganz schön haben möchte, der schreibt hier tatsächlich noch die Version dahinter, dass man dann ganz genau weiß, okay, welche Version von diesem DEB-Paket ist das dann oder von dem Programm. Das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht. Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt beim Linux Assistant, weil man dann schöner die Terminal-Befehle nachvollziehen kann und ich da weniger ändern muss. Ich glaube, das ist mein einziger Grund dazu. Ist, denke ich, jetzt auch erstmal nicht so wild.
Kann man aber natürlich machen. Ich glaube, die Konvention sieht schon vor, dass man hier nochmal die Version dahinter packt. Also ganz einfach hinschreiben. Ja, und damit haben wir eine linuxassistant.deb-Datei. Und damit herzlichen Glückwunsch. Ihr habt dann damit eure DEB-Datei im Kasten, die man dann weiter verschicken kann, zum Download stellen kann. Jemand kann draufklicken, diese Datei installieren und dann läuft es einfach. Ja, ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und ich muss sagen, natürlich, das Ganze klingt jetzt am Anfang sehr kompliziert wahrscheinlich. Wenn ihr es einmal gemacht habt, glaubt mir, das geht. Das ist okay, das kann man machen. Im Gegensatz zu Flatpaks, das ist nochmal ein bisschen anspruchsvoller meiner Ansicht nach. Die EB-Dateien, die kann man schon ganz gut bauen. Genau, also vor allen Dingen jetzt mit der Anleitung, denke ich, kommt ihr da auf jeden Fall gut zurecht. Ne? Vielleicht mache ich das auch nochmal im Livestream. Ja, ansonsten, man möchte das natürlich selber nicht alles immer manuell jedes Mal machen. Von daher mache ich das persönlich immer über ein Bash-Skript, was ich mir dann tatsächlich zusammenbaue. Und diese Automatisierung enthält dann einmal das Entfernen der vorangegangenen Datei. Das heißt, wenn ich einmal eine Datei gebaut habe, ich habe ganz viele, ich sag mal, Dateien rüberkopiert in diesen Bildordner, sage ich mal. Und diese Dateien entferne ich zuvor wieder, dass ich sozusagen ein frisches Verzeichnis habe. Dann erstelle ich oder kompiliere ich einmal das Programm in meinem Skript und dann geht eigentlich der eigentliche DEB-Datei-Prozess los. Ich kopiere die nötigen Dateien in das DEB-Verzeichnis, ich setze die Dateirechte und ich baue diese DEB-Datei und benenne sie dann dementsprechend am Ende um. Und dieses Skript kann man tatsächlich, wenn man möchte, am Ende dann in eine CI/CD-Pipeline reinpacken. Das heißt, es wird automatisch gebaut, jedes Mal, wenn man eine Änderung macht und eventuell auch sogar schon deployed, wenn man möchte. Und das kann man mit Jenkins beispielsweise machen oder GitHub Actions oder GitLab CI/CD. Da gibt es verschiedenste. Ja, wie sieht das aus? Ich habe hier mal dieses Bash-Skript mitgebracht. Also alles von diesen Folien, die wir zuvor gemacht haben, da steht fast die Essenz drin. Die Control-Dateien und so weiter müssen natürlich erstellt sein. Das ist jetzt nicht in dem Skript drin, aber ansonsten dieser ganze restliche Bauprozess. Ich entferne erstmal alle Dateien aus dem DEB-Verzeichnis aus dem zuvorigen Run, sage ich mal. Oder vielleicht macht es am besten Sinn, wenn man die ganz am Ende wieder löscht, aber meine Güte. und dann baue ich tatsächlich den Linux Assistant in der Hinsicht, dass ich meine Dateien ausführbar mache, die ich ja ausführbar haben muss. Also das ist tatsächlich noch beim Linux Assistant bauen, dann kompiliere ich das Ding erst und das ist Linux Assistant intern, sage ich mal, und dann geht es jetzt hier in die Richtung, dass ich die Ordner erstelle in diesem DEB-Verzeichnis und dann jeweils die Dateien dann rüber kopiere an den richtigen Ort. Das ist dann hier mit den Icons und so weiter alles drin. Baue ich mir alles zusammen. Die DEB oder diese Debian-Kontrolldateien, die sind tatsächlich schon vorhanden. Ich mache hier am Ende noch einen CH-Mod mit rein, dass es passt. Und dann ist das am Ende gebaut. Na, was ich tatsächlich auch noch mache, ist tatsächlich die Version anpassen in diese Kontrolldatei. Die haben wir einmal hier. Ich habe nämlich einmal eine Versionsdatei, aus der sich dann alle Skripts das ziehen, weil ich möchte tatsächlich nicht für jede neue Version in jede einzelne Kontrolldatei gehen und das ändern. Von daher habe ich mir das hier auch nochmal kurz automatisiert. Da kann man natürlich noch mehr automatisieren oder weniger. Vielleicht nur als Überblick. Ich packe euch den Link auch in das Handout, wo ihr das euch nochmal genauer anschauen könnt. Aber ja, mit diesem Skript könnt ihr tatsächlich relativ einfach ein DEB-Paket mit einem Aufruf bauen. Ja, ansonsten, genau, Eintragen der Version habe ich schon gezeigt, wir müssen echt ein bisschen Gas geben. Manche Konventionen sind, wie gesagt, noch nicht eingehalten, habe ich ja immer mal so ein bisschen angesprochen. Beispielsweise Lintian, damit kann man das Paket überprüfen am Ende. Ist aber nicht so richtig im Fokus der Debian-Entwickler. Die Webseite dazu ist tatsächlich down oder gibt es nicht mehr so richtig. Ja, wird meiner Ansicht nach nicht mehr so richtig groß mitgemacht. Ich muss sagen, ich habe es jetzt einfach mal mit draufgepackt, dass ihr wisst, okay, gut, wenn ich da jetzt zu 100% ein konformes DEB-Paket bauen möchte, dann schaut euch mal Lintian an. Das kommt auch von den Debian-Entwicklern selber. Ansonsten kann man ein AppStream-Dokument schreiben, das ist ein XML-Format zur Beschreibung von Softwarekomponenten. Das wird bei dem Flatpak-Bau tatsächlich auch wichtiger, kann man aber auch schon so schreiben, dass man dann tatsächlich die meisten App-Stores verwenden, diese AppStream-Datei, damit man tatsächlich dann, ich sag mal, Screenshots hat, eine Beschreibung und noch weitere Informationen zum Projekt. Genau. Dann tatsächlich kann man die installierte Größe des Paketes eingeben oder angeben, wie viel das am Ende hat. Ansonsten zeigt der Dateimanager aktuell noch an, ja, es werden 0 GB oder 0 MB mehr benutzt, weil man das tatsächlich manuell in die Kontrolldatei einfügen muss. Der Package Builder ist tatsächlich nicht so schlau, das da direkt mit reinzupacken. Ist ein bisschen schade, von daher muss man das manuell machen. Ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nicht in meinen Projekten gemacht. Müsste eigentlich so relativ einfach gehen.
Diese DEB-Datei ist tatsächlich auch noch nicht signiert. Signierung ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Genau, das habe ich einfach nochmal den Link reingesetzt. Dann kann man eben auch sicher gehen. Dann kann man tatsächlich auch sicher gehen, damit. Dann kann man tatsächlich auch sicher gehen, dass da alles richtig oder vom richtigen Anbieter kommt. Ne? Mit Schlüssel importieren und so weiter. Das ist dann im sicherheitsspezifischen Bereich schon mal nochmal wichtiger. Ich muss sagen, ist schon mal so ein Ding, was ich jetzt selber noch umschifft habe, bin ich ehrlich. Ja, ansonsten wäre es das zu meinem Vortrag gewesen. Wichtig, also am Anfang die Kontrolldatei schreiben. Diese ganzen Kontrolldateien, die sind gar nicht so stressig, würde ich sagen. Das DEB-Verzeichnis Schritt für Schritt aufbauen, kriegt man auch ganz entspannt hin. Ich habe, wie gesagt, hier alle Vorlagen auch nochmal verlinkt. Und am Ende kann man das relativ einfach bauen. Und dann, sage ich mal, seid ihr nach einer Stunde fertig. Natürlich muss man dann ein bisschen schauen, dass das von den Pfaden, vom Programm her und so weiter passt. Dass das Programm weiß, okay, wo sind meine anderen Dateien und so. Das kriegt man aber schon relativ gut hin. Also aber ein bisschen, ja, um die Ecke denken muss man dann manchmal als Programmentwickler. Okay, gut, wo finde ich dann beim installierten System meine Dateien? Wie kann ich das aber trotzdem noch so bauen, damit oder trotzdem noch im Entwicklungsprozess nutzen? Das gibt es dann verschiedene Sachen oder verschiedene Möglichkeiten, die man dann nutzen möchte. Würde ich jetzt aber den Rahmen sprengen. Ja, das wäre es soweit gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bei Fragen auch gerne nochmal eine kurze E-Mail oder vielleicht werde ich das auch nochmal in einem Livestream etwas genauer und ausführlicher zeigen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.